Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat da eine Idee. Im erweiterten Kader des Rekordmeisters tummeln sich einige hochtalentierte Spieler. Doch wirklich einen Platz in der Startelf bekommen die Nachwuchskräfte äußerst selten. Warum also nicht verleihen? Rummenigge denkt da konkret an den kommenden Gegner in der Bundesliga. Werder Bremen ist eine sehr gute Adresse für Talente. Er schätze den Spielstil von Florian Kohfeldt, sagte Rummenigge noch, und lobte Bremens Clubführung sowie das gesamte Umfeld für den Umgang mit jungen Spielern. Dass sich Talente in Bremen entwickeln können, zeigte zuletzt Marco Friedl, Ex-Bayern-Jugend, jetzt Stammspieler an der Weser. Auch Serge Gnabry wurde in Bremen zu einem gestandenen Bundesligaspieler. Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Zukunft das ein oder andere Talent mal wieder an Werder Bremen verleihen werden. Sollte sich Werder tatsächlich durch Bayern-Talente verstärken wollen, das wären mögliche Optionen. Für die in den letzten Jahren eher wackelige Werder-Abwehr könnte Chris Richards ein Kandidat sein. Der US-Amerikaner lief bereits für die Bayern in der Bundesliga auf und ist mit 20 Jahren reif für den nächsten Schritt. Ein Jahr jünger und auch heiß begehrt Angelo Stiller. In der Jugend der Bayern glänzte der gebürtige Münchner regelmäßig, wurde in der vergangenen Saison Stammspieler in der dritten Liga. Sein Debüt in der ersten Mannschaft der Bayern feierte er im Pokal gegen Düren. Bereits im Vorfeld dessen hatte Sport1 berichtet, dass Stiller auf dem Zettel mehrerer Erstligisten steht, darunter Werder Bremen. Ebenfalls nochmal auf sich aufmerksam gemacht im Pokal gegen Düren hat Jamal Musiala. Der erst 17-jährige Offensivspieler überzeugte mit Dribblings, strotzte vor Selbstvertrauen. In der Bundesliga gelangen ihm sogar schon 2 Treffer in dieser Saison. Getroffen hat er gerade auch bei seinem Debüt für die englische U21-Nationalmannschaft. Ebenfalls ein Kandidat für mehr als die Zweitvertretung der Bayern, Leon Dayaku. Der 19-jährige Flügelstürmer sammelte sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei den Bayern schon Profi-Erfahrung. Bereits im Sommer berichtete Sport1, dass sein Management eine Leihe plane, möglicherweise auch zu einem kleineren Bundesligisten. Dass er bundesligatauglich ist, hat er schon bewiesen, Joshua Zirkzee. Doch nach der Verpflichtung von Erik-Maxim Choupo-Moting ist er vom Lewandowski-Backup zu Stürmer Nummer 3 geworden. Seit Monaten wird er von anderen Clubs umworben, immer wieder wird er erst der FC Köln genannt. Selbst sagte der 19-Jährige gerade in einem Interview, dass eine Leihe in der Winterpause vielleicht eine Option sei. Warum nicht beispielsweise an die Weser? Rummeniges Gedanke, mal wieder Spieler nach Bremen zu verleihen, könnte für alle Seiten ein Gewinn sein. Die Bayern wüssten ihre Spieler in guten Händen, die Talente selbst könnten regelmäßig Einsätze in der Bundesliga bekommen und Werder hätte seinen Kader verstärkt. Win, win, win quasi.